At-Tirmidhi und Ibn Majah überliefern, also in Bezug auf diesen Hadith, er sagte, أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Liebe für die Menschen, liebe für den Mensch, was du für dich selbst liebst. Was ist die Folge davon? Takun musliman, dann bist du ein Muslim. Dann bist du ein Muslim. Ibn Abi Dunya überliefert in einer Aussage von Sa'id al-Maqburi, der sagte, uns wurde zuteil, dass ein Mann zu Isa ibn Maryam kam und sagte, Ya Mu'allim al-Khair, Ya Mu'allim al-Khair, das heißt Lehrer des Guten, der den Menschen das Nützliche und Gute beibringt. Wie kann ich Taqi sein? Wie kann ich Taqwa haben? Wie kann ich zu den Gottesfürchtigen gehören, also die Eigenschaft der Taqwa erfüllen? Er sagte, durch ein leichtes, es ist leicht, liebe Allah Ta'ala inbrünstig. Das ist die erste Sache, die er nennt. Schufte deiner Befähigung nach. Yani, tu, was du tun kannst, handle. Sei mild und barmherzig mit den Kindern deiner Gattung. Und dann fragte er, wer sind die Kinder meiner Gattung? Er sagte, es sind die Kinder Adams alle. Was dir für dich selbst nicht gefällt, das tu den anderen nicht an. Was dir für dich selbst nicht gefällt, das tu den anderen nicht an. Das ist die Bedeutung des Hadiths oder ein Teil der Bedeutung, für seinen Bruder zu lieben, was man für sich selbst liebt. Das heißt ja auch im Umgekehrten oder umgekehrt, wenn dir etwas selbst nicht gefällt, dass es mit dir getan wird, dass man mit dir auf diese Art und Weise umgeht, dann tu es auch niemand anderem an. Dann sagt er, tust du dies, bist du gottgefällig. Diese Aussagen, manchmal finden wir in den Aussagen der Altvorderen, sagen, es ist leicht und dies und jenes ist leicht. Wie zum Beispiel die Aussage von Hassan ibn Abi Hassan, als er sagte, er wurde über den Wara' gefragt. Al-Wara' ist eine intensive Form der Tüchtigkeit, Enthaltsamkeit. Er wurde über den Wara' gefragt und dann sagte er, Amr und Sahl, eine leichte Sache. Eine leichte Sache. إِذَا رَابَكَ أَمْرٌ فَدَعْهُ. Wenn dir etwas Bange macht, dann lass es. Die Gelehrten sagen aber, Ibn Rajab kommentiert diese Aussage von ihm und dann sagt er, das ist nur für seinesgleichen leicht. Das ist leicht für seinesgleichen. Das heißt auch in der Tüchtigkeit und derartiges sind die Menschen, ihre Kräfte sind verschieden, oder nicht? Das ist wie das Körpertraining. Jemand, der trainiert ist, der eine gewisse Körperstatur hat, schwere Gewichte können für ihn ein leichtes sein, ein Untrainierter wird daran zugrunde gehen, wenn er sich mit gleichem Gewicht beginnt. Und deswegen sagt auch Al-Imam Ahmad, wenn er in seiner Sitzung saß, haben manchmal seine Gefährten ihn um Erlaubnis gebeten, von seiner Tinte zu nehmen. Normalerweise ist es so, unter Freunden und Bekannten fragt man sich nicht bei so Kleinigkeiten, richtig? Oder wenn du bei einem guten Freund zu Besuch bist und da liegt irgendwo in der Nähe Essen, Süßigkeiten, du musst ihn nicht fragen, ja, darf ich das essen? Da liegt eine Flasche und erstmal warten, bis er kommt und dann darf ich trinken? Oder stehen bleiben und bis er kommt, auf seine Erlaubnis warten, kann ich mich hinter... Das alles ist ein bisschen kalt, yani. Das ist nicht notwendig bei engeren Beziehungen. Jemand fragte ihn diesbezüglich, ob er denn seine Tinte benutzen darf. Und dann sagte er, er sagte, لَمْ يَبْلُغْ وَرَعِي وَلَا وَرَعُكْ مِثْلَ هَذَا. Weder mein Wara, yani meine Enthaltsamkeit, Tüchtigkeit, ist bis hierhin angelangt, noch deine. Obwohl er selbst das nicht getan hat, yani.
Jemand von den Gelehrten wurde mal gefragt, er sagte, meine Mutter befiehlt mir, mich von meiner Frau zu trennen. Sie befiehlt mir, mich von meiner Frau zu trennen. Soll ich mich von meiner Frau scheiden? Und dann sagte er sagte, wenn es nichts mehr gibt in der Tüchtigkeit, in der Güte zu deiner Mutter, was du ausgelassen hast, also das heißt, du hast alles gemacht, alle Formen der Gütigkeit und der Tüchtigkeit, des guten Verhaltens mit der Mutter, hast du getan und es fehlt nur noch das, sozusagen die Spitze, dann tu es. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann lass es. Was will man damit sagen? Die ganz subtilen, feinen, oder die Feinheiten, so Kleinigkeiten, kümmere dich nicht um sie. Es ist nicht angemessen und es ist nicht schön, sich mit derartigen zu beschäftigen, wenn man große, schwerwiegende andere Probleme hat. Das ist wie, ein Mann kam zu Anas ibn Malik, es war Anas, wenn ich mich nicht irre, die waren aus dem Irak und sie waren im Zustand des Ihram. Wir haben ja im letzten Dars erwähnt, dass der Muhrim ihm untersagt ist zu jagen, richtig? Er darf nicht jagen, das heißt töten und so. Und da fragten sie ihn, wie es denn ist, ob der Muhrim Mücken und Moskitos töten darf. Mücken und Moskitos. Das sind keine essbaren Sachen eigentlich. Aber kann sein, dass sie gedacht haben, ja, Heuschrecken darf man auch nicht töten. Vielleicht sind dann Moskitos auch so. Und dann sagte er, ihr fragt mich über Moskitos und habt den Hussein getötet. Also ihr habt das Blut von Al-Hussein an euren Händen und fragt mich über Moskitos. Ja, und das ist nicht angemessen. Versteht? Und genauso diese subtilen, feinen Sachen, wenn jemand ganz große Probleme hat oder noch ganz andere, größere Sachen zu verwirklichen hat, dann lass diese Kleinigkeiten. Das ist nicht angemessen, das sieht nicht schön aus. Das ist wie jemand, da gibt es einen witzigen Bericht, das hat jemand, in dem Buch Al-Mustadraf ist das erwähnt, das ist eine Sammlung von verschiedenen Sachen, Geschichten, Überlieferungen, Weisheiten, Gedichten. Darin sagt er, kam ein Mann wurde dafür, wie gesagt, verurteilt, beziehungsweise hat sich herausgestellt, dass er Ehebruch begeht. Und er hat eine Frau geschwängert. Eine Frau ist schwanger geworden dadurch. Und dann sagten sie zu ihm, Waihak, oder er sagten, Qatalak Allah, Lima lam ta'zil, warum hast du nicht den Azal begangen? Al-Azal ist eine Form der Verhütung. Das nennt man Coitus Interruptus, wenn es euch was sagt. Und dann sagte er sagt, ich habe gehört, dass es Makruh ist. Ich habe gehört, dass es Makruh ist. Das ist hiermit gemeint. Du fragst nach Tinte und da gibt es andere Sachen, an denen man arbeiten sollte.